So, bitteschön. Jetzt. Ja. Ja, hallo, guten Abend. Grüß euch Sabine und Jeet und Narada. Ich freue mich, dass du online bist mit uns, dass wir ein Live-Chat und Interview haben. Hallo. Ja, Hallo. Narada. Hallo. Du bist zwar schon auf JetzTV, auch mit einem Video, mit einem Interview. Aber vielleicht kannst du trotzdem erstmal was über dich sagen. Was bist du für ein Mensch? Wie ist deine spirituelle Ausrichtung? Was machst du? Also, mein Name ist Narada, das ist ein Sanskrit-Name, den ich in meiner Yoga-Tradition bekommen habe. Ich bin Yoga-Lehrer und Meditationslehrer und lebe auch in einem Yoga-Ashram, den ich leite von Yoga Vidya. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der in Deutschland sehr aktiv ist. Und ich bin seit bald 20 Jahren irgendwo mit Spiritualität in Berührung und seit 8 Jahren ungefähr, ja, gehe ich die Sache etwas ernsthafter an als vorher. Vorher habe ich mich nur theoretisch mit Spiritualität beschäftigt und ja, seit ungefähr 8 Jahren praktiziere ich täglich und beschäftige mich eben intensiv mit dem Yoga-Weg im weitesten Sinne. Und der Yoga-Weg beinhaltet ja eben weit mehr als nur Körperübungen. Was mich da besonders interessiert, ist der ganze philosophische Hintergrund, also die uralte Weisheit der Inder, die in vielen Texten festgehalten wurde und was auch bis heute noch eine lebendige Tradition ist. Ein Bereich des Yoga, kann man sagen, ist auch das Advaita Vedanta. Und das ist ein Bereich, der mich sehr interessiert. Vor allen Dingen eben das klassische Advaita Vedanta, wo ich eben ja, mich mit Texten auseinandersetze und verschiedene Meister getroffen habe und versuche da diese Selbsterforschung eben zu betreiben, ja, auf eine traditionelle Weise, was meiner Meinung nach eben viel Sinn macht, weil das ein seit Jahrhunderten, Jahrtausende erprobtes System ist, wo man eben einen ganz klaren roten Faden bekommt für den spirituellen Weg. Du sagst, du betreibst das oder du machst Selbsterforschung. Wie sieht es praktisch aus? Durch Meditation, durch Yoga, durch Lesen der Texte? Wie sieht es praktisch aus? Praktisch ist es ganz essentiell, eben eine regelmäßige spirituelle Praxis zu haben, also Meditation zu üben, Körperübungen zu machen und dann eben die klassischen Texte zu lesen und darüber zu reflektieren, was das mit mir zu tun hat. Ja, denn es geht da um weit mehr als intellektuelles Erfassen von irgendwelchen Philosophien, sondern diese alten Texte geben einen ganz klaren Leitfaden. Und ja, durch Reflexion, durch Kontemplation über diese Texte kann man da eben zu tiefen Erkenntnissen kommen. Das ist das, was man als Jnana-Yoga bezeichnet. Also das Ergründen dieser Frage, wer bin ich? Ja, nicht nur einfach so drüber nachdenken, sondern mit den Mitteln, die in den Texten vermittelt werden. Also vor allen Dingen das Reflektieren über die Weisheiten. Ist dir vielleicht zufällig eine Textstelle im Gedächtnis gerade und also über die du jetzt sprechen könntest, was das für dich dann freigesetzt hat? Ja. Ja, zum Beispiel gibt es die Mahavakyas, das sind die großen Aussprüche, mit denen die Veden zusammengefasst wurden. Und das war zum Beispiel für Shankaracharya ganz wichtig. Shankaracharya, der ja im 8. Jahrhundert das Advaita Vedanta begründet hat,
der sagte, dass diese ganze Weisheit in vier Sätzen gut zusammenzufassen ist. Und einer davon ist Tat Tvam Asti. Du bist das, heißt es wörtlich übersetzt. Und damit ist wohl gemeint, dass das wahre Selbst identisch ist mit all dem, was wahrgenommen wird. Also diese höchste Erkenntnis, die man anstrebt, auf die wir hinaus wollen, die impliziert, dass wir erkennen, dass es keine Trennung gibt zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Und das wird zum Beispiel in diesem Satz deutlich. Tat Tvam Asi, das bist du. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass viele Menschen meinen, es geht dabei um eine Erfahrung. Also, dass es darum geht, die Erfahrung der Einheit zu machen. Aber ein traditioneller Ansatz ist eigentlich eher, dass man sagt, die Erfahrung spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist die Erkenntnis. Also, dass wir das sowieso schon sind, die Einheit allen Seins, und entscheidend ist, dass wir das erkennen. Wie vollzieht sich die Erkenntnis? Also das ist doch nicht nur jetzt eine intellektuelle Erkenntnis oder Einsicht, sondern das soll doch irgendwie das ganze Wesen erfassen, ja? Ist das richtig? Ja. Es fängt mit einem intellektuellen Verstehen an, ja, aber dann lösen sich die falschen Vorstellungen, Konzepte, Programmierungen nach und nach auf und man erkennt die Wahrheit. Das ist, traditionell wird es gerne verglichen mit so einer Geschichte. Ein Mann geht in der Dämmerung über einen Weg, ja, und da liegt eine Schlange auf dem Weg. Der Mann erschrickt sich, rennt vor der Schlange weg. Ja, und dann trifft er einen anderen Mann, der hat eine Fackel in der Hand und sagt, ja, mach dir mal keine Sorgen um die Schlange, wir gehen mal gemeinsam gucken, ob die noch da ist. Und dann gehen die beiden Männer mit der Fackel nochmal denselben Weg entlang und im Lichte der Fackel sehen sie, da lag überhaupt gar keine Schlange auf dem Weg, sondern das war nur ein Seil. Und in dem Moment, wo man erkennt, dass da nur ein Seil rumliegt, ja, löst sich die ganze Angst, die man vorher hatte, auf. Ja, das ganze Konzept, die ganzen Vorstellungen, die dazugehören zu der Angst vor der Schlange, lösen sich auf und man erkennt die Wahrheit. Ja, und so ähnlich kann man sich das vorstellen, dass wenn man die Wirklichkeit erkennt, nämlich die Einheit allen Seins, dass dann alle falschen Vorstellungen, alle Illusionen sich auflösen. Also es ist eine Erkenntnis, die bis ins tiefste Mark das Wesen erschüttert. Weil plötzlich klar wird, alles, was ich vorher gedacht habe, die Trennung, das Leid, das war alles eine Illusion. Ich bin eigentlich die Fülle, die Ganzheit allen Seins. Also wenn ich mir bei mir bewusst ist, dass ich alles bin, dass es keine Trennung gibt, wenn das Bewusstsein sich einfach weitet und nicht mehr nur auf die Person bezogen ist, dann fallen bestimmte Ängste und Bezogenheit aufs eigene Ich, fällt dann von alleine weg. Verstehe ich das richtig? Ja, das ist ein Prozess. Es ist zwar so, dass wir dann erkennen, dass wir eigentlich eins mit allem sind und dass wir die totale Fülle sind, oder wir sagen auch Satchit Ananda. Ja, wir sind reines Sein, reines Bewusstsein und höchste Glückseligkeit. Aber wir haben einen Körper, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle. Ja, und diese Erkenntnis beinhaltet nicht, dass wir all unsere Gefühle ins Reine gebracht haben und all unsere Gedanken plötzlich liebevoll und klar sind, sondern auf der Erfahrungsebene
sind wir in dieser dualen Welt, obwohl wir gleichzeitig erkennen, dass die Welt non-dual ist. Trotzdem geschieht Leid, trotzdem haben wir quälende Gedanken und unschöne Gefühle. Und das ist dieser Konflikt, den ich auch in der Überschrift unseers Interviews erwähnt habe, ne? Dass wir einerseits vielleicht erkennen, dass wir eins mit allem sind, andererseits aber einen Körper, Gefühle und Gedanken haben, ja, und da auch drunter leiden. Ist denn Erfahrung wirklich immer dual? Also wenn ich, wenn sich mein Bewusstsein so geweitet hat, dass ich alles als Einheit wahrnehme, als mich selber da drin auch, kann man denn dann überhaupt noch von einer dualen Erfahrung sprechen? Ich meine, dann geht klar, es gibt die Unterschiede, hell, dunkel, schön, angenehm oder weniger schön oder unangenehm, die gibt's, aber ich würde sagen, das ist doch eigentlich gar keine duale Erfahrung mehr dann, weil keine Trennung mehr dazu besteht. Naja, da gibt es meines Erachtens nach einen Unterschied. Also man kann in tiefer Meditation so Einheitserfahrungen machen, wo alles miteinander verschmelzt, aber wir haben trotzdem einen Körper, mit dem wir uns durch die Welt bewegen, und wir nehmen uns als getrennt von den Objekten unserer Wahrnehmung noch wahr. Ja, wir verschmelzen nicht vollständig mit allem, sondern wir brauchen eben auch noch eine duale Erfahrung, weil wir auch noch als Mensch in dieser Welt funktionieren wollen und auch Verantwortung haben. Ja, und die Definition von Erfahrung ist aus dem Standpunkt des Vedanta, dass eine Erfahrung kommt und geht. Ja, Erfahrungen sind immer wechselhaft. Erfahrungen sind nie von Dauer. Ja, und wenn ich zum Beispiel in tiefer Meditation die Einheit erfahre oder Lichterfahrungen mache oder eine Begegnung mit Erzengel Gabriel habe oder wie auch immer, dann ist das immer eine vorübergehende Erfahrung. Ja, das heißt, das, was wir Erleuchtung nennen, ist keine Erfahrung, weil eine Erfahrung immer vorübergeht. Eine Erfahrung kommt und die geht wieder. Das, was von Dauer ist, ist das, was wir Erkenntnis nennen, also die Einsicht in die Wirklichkeit. Wenn wir einmal erkannt haben, das ist keine Schlange, die auf dem Weg liegt, sondern ein Seil, dann geht diese Erkenntnis nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage beantwortet habe, aber das ist ein ganz wichtiger und diffiziler Unterschied, ne, zwischen Erfahrung. Ja, wir können auch mal eine Einheitserfahrung machen, aber die wird wieder weggehen. Aber die Erkenntnis, die wir aus der Erfahrung ziehen, die ist von Dauer. Und das ist entscheidend. Und deswegen richten wir uns im Advaita Vedanta eben nur auf die Erkenntnis aus. Okay, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber bei mir ist so eine Ahnung, dass es auch anders sein könnte. Also ich habe zum Beispiel im Interview mit Muni, da haben wir auch darüber gesprochen, und er hat irgendwie gesagt, ich habe das so verstanden, dass für ihn zum Beispiel er selber nicht mehr der Mittelpunkt ist, sondern er nimmt sich gleichwertig wahr wie alles andere auch. Also, dass praktisch diese Ich-Bezogenheit auf diese Person, die in diesem Körper wohnt, wegfallen kann, dass da ein Bewusstsein ist, was zwar die Sinneswahrnehmungen durch diesen Körper erlebt, aber es kann alles als gleichwertig erlebt werden. Aber
das brauchen wir auch nicht vertiefen jetzt. Ja. Oder was vielleicht kannst ist das dazu auch sagen? Tatsächlich eher eine. Ja, Entschuldigung. Vielleicht ist es auch eher eine Erkenntnis, die er beschreibt, nämlich die Erkenntnis, es gibt keine Trennung, es gibt nicht mich im Zentrum, sondern es gibt ja eben diese Einheit allen Seins. Das ist eine Frage, wie wir diese Begriffe dann definieren wollen. Aber worauf ich hinaus will, ist zu sagen, dass das eben entscheidend ist, dass wir nicht auf eine ultimative Erfahrung hinaus sind, sondern dass wir darauf aus sind, zu schauen, dass wir die richtigen Erkenntnisse ziehen aus den Erfahrungen, die wir machen. Und diese Erkenntnis, diese Wahrheit, die wird uns frei machen, so wie Jesus auch schon gesagt hat. Die Wahrheit wird euch frei machen. Erlebst du das für dich so, dass du frei bist? Und wenn ja, was heißt das konkret? Also, seit ich tiefere Einsichten bekommen habe oder Erkenntnisse hatte über mich und die Welt, merke ich, dass ich weniger leide unter den Umständen, sondern es immer mehr schaffe, in dieser Fülle zu bleiben und ja, und mich nicht zu vertiefen in Einzelheiten, die geschehen. Ja, ich glaube, das ist ein Prozess, der geschieht, ja, dass man tiefe Erkenntnisse, die man macht, dass die dann nach und nach helfen, auf der Erfahrungsebene eben sich nicht mehr so zu verstricken und sich nicht mehr so zu identifizieren mit den Erfahrungen, die da so auftauchen. Was verstehst du genau unter Verstrickungen, also Identifikation, oder ist das auch noch was anderes? Naja, Verstrickung, wenn man sich zum Beispiel ärgert und sich da ganz reinfallen lässt und dann darunter leidet, ja, und vergisst, dass man eigentlich die Fülle ist, dass man eigentlich die Einheit allen Seins ist oder dass man eigentlich das beobachtende Bewusstsein ist, in dem die Erfahrungen auftauchen. Und ich merke, dass mir das immer weniger passiert, dass ich mich verliere in Erfahrungen, sondern dass ich immer mehr einfach bei mir bleibe und ja, diese Fülle nicht aus dem Blick verliere. Du leitest ja auch ein Seminarhaus. Wie wirkt sich das so auf deine praktische Arbeit aus? Bist du da sehr ruhig, sehr überlegt, sehr, ja, funktionierst da sehr gut in dem Bereich, oder? Meistens gelingt mir das, sehr ruhig und sehr überlegt und liebevoll und achtsam zu sein, aber auch nicht immer. Also ich bin ja auch kein Heiliger und ja, man kommt da immer wieder in Prozesse, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, ja, dann wird man zwangsläufig ja, immer wieder in Konflikte reingeraten. Ja. Ja, und das kommt auch vor, dass ich mich da dann auch wieder drin verliere, wie ich es gerade gesagt habe, ne? Dass ich mich ärgere über jemanden oder ähnliches und ja, und da eben manchmal nicht den Weg finde, da liebevoll und achtsam mit umzugehen. Kommt vor. Wie, ja,
Wie lehrst du, also was bietest du an, Yoga oder Retreats oder Gruppen, wo es um Erkenntnis geht oder Meditation? Na, das Angebot ist recht vielfältig bei uns. Ich habe jetzt die nächsten Wochen zum Beispiel eine 4-wöchige Yogalehrerausbildung, wo ich die ganzen theoretischen Inhalte vermittle. Das heißt, ich erläutere von A bis Z die ganze Yoga-Philosophie, die verschiedenen Yoga-Wege und bestimmte Aspekte, die einfach wichtig sind zu kennen, wenn man als Yogalehrer aktiv ist. Ja, da geht es dann auch um Kundalini-Yoga und um Raja-Yoga, also um Kultivierung von feinstofflichen Energien und um die Beherrschung des Geistes. Ja, gut, nach dieser 4-wöchigen Ausbildung habe ich eine Gruppe Meditationskursleiter, nennt sich das. Da lernen Leute in 14 Tagen, wie sie andere Menschen begleiten können, um Meditation zu lernen. Und ja, das ist sehr vielfältig, was ich da mache. Also auch schon mal Seminare, die sich nur um Vedanta drehen. Aber ja, man kann sagen, eigentlich alles rund um integrales Yoga. Und integrales Yoga, das heißt, es ist ein traditioneller Ansatz, das Yoga möglichst originalgetreu zu vermitteln. Und dann bleibt ja noch Zeit, eine interessante Webseite zu machen. Ja, ich wundere mich selber darüber, wo die Zeit herkommt, das zu machen. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich im Zug fahre, schreibe ich Artikel. Ich mache auch schon mal Workshops woanders und dann kann ich mich erstaunlich gut konzentrieren, wenn ich im Zug sitze. Oder an meinem freien Tag schreibe ich auch schon mal 5 Artikel hintereinander. Und ja, irgendwie wundere ich mich selber darüber, auch dass ich da so konstant bei der Sache bin. Ich mache das jetzt seit 3 Jahren und ganz regelmäßig kommen da Artikel. Und ja, freue mich darüber, dass ich da so konstant bin, was auch etwas ist, was ich früher immer an mir vermisst habe, diese Konstanz. Aber ja, es ist schön, wenn man so ein Projekt hat, was eben funktioniert. Ich kriege sehr gutes Feedback dafür und ja, und wo man einfach Lust hat, seine Energie reinzustecken. Ich meine, ihr kennt das beide, wie das ist, so ein Projekt zu haben, was einfach ja, auf guten Anklang stößt und wo man sozusagen das, was einen am meisten beschäftigt, dann umsetzen kann. Ja, klar, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich weiß nicht, ob es schon Fragen im Chat gibt oder ob Cheat und Sabine, ihr habt bestimmt auch Fragen. Ja, erstmal laden wir ein in Chat. Ihr wisst, wie das geht, einfach Nickname zu schreiben und dann könnt ihr schon schreiben, keine Anmeldung notwendig. Aber ich gebe den Vortritt. Ich finde, also ein spannendes Thema, was mich auch sehr interessiert und wo ich noch, lieber auch Narada, noch niemanden gefunden habe, hatte, der das so alles trennen kann. Und ich hatte mich beschäftigt vor Jahren erstmal mit den Stufen Wissen und Können. Weil viele Leute sagen, sie haben alle Bücher gelesen, alle Videos gesehen und die sagen, ich weiß. Ne? Dann frage ich, ja, okay, du weißt, kannst du es auch? Und da kommt eben die Frage, ne? Okay, das, was du weißt, das kannst du vielleicht nicht. Und dann habe ich mir hier eben, dann denke ich, die weitere Stufe ist erfahren. Erfahren ist getrennt. Also in der Erfahrung trennen wir, in der Wahrnehmung trennen wir uns oft und in der Erkenntnis sind wir auch nicht getrennt, Erkenntnis bleibt
und Wissen und Können und Erfahren, die, die sind nur eben so Teilmöglichkeiten, die wir haben, die aber dann sich nicht schreiben oder verschwinden oder in unsere DNA oder einfach sich nicht aufzeichnen. Und diese, ja, diese Zusammenstellung gefällt mir. Vielleicht für die Worte erstmal Wissen und Können, ob du etwas dazu sagen kannst. Naja, ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Also Dinge zu wissen ist erstmal gut, ja, aber das hilft uns noch nichts. Ich habe vorhin von meinem Lebensweg erzählt, dass ich eben erst seit 8 Jahren ernsthaft mich mit Spiritualität beschäftige. Vorher habe ich ungefähr 2 Meter Bücher gelesen. Ja, also ich habe alles verschlungen rund um Spiritualität, Religion, Psychologie, Schamanismus und so weiter und so fort. Und ich habe beim Lesen auch so manche Aha-Erlebnisse gehabt, aber es ist nichts Großes passiert, keine große Transformation. Nur durch das Lesen, also nur durch das Wissen aufnehmen, das hilft nicht. So ein bisschen was kann man da schon auflösen, aber entscheidend ist, dass man die Informationen, das Wissen, was man aufnimmt, dann auch, wie du auch sagst, ne, in die Praxis reinbringt und das zu einer konkreten Erkenntnis oder auch Erfahrung dann wird. Ne, also, dass man das auch umsetzen kann, was man weiß. Ja, aber kann man umsetzen, was man weiß? Oder wie geht denn das? Naja, ist die große Frage in alle Universitäten, in alle Forschungszentren, überall, alle wissen alles und ist alles gespeichert. Und wenn es darum geht, auch in, also wenn die Uni fertig ist oder so, ja, was nun? Ne? Also wo geht die Eigeninitiative, wo kommt dann diese innere Impulse für die Idee von einer neuen Firma oder Forschungszentrum oder Kunstakademie oder. Wie findet das ja, diese Alchemie statt von Wissen ins Können? Oder es ist möglich, gleich Erfahrungen zu machen, ohne zu wissen. Also was würdest du an Universitäten zum Beispiel so Vorschläge machen oder verändern? Oder wie siehst du das, wie das jetzt im Moment stattfindet? Weil es ist so, erstmal Wissen, 5 Jahre studieren und dann können. Wie funktioniert das Ganze? Oder funktioniert das überhaupt? Es muss verinnerlicht werden. Also das Wissen, was man hat, muss im Alltag gelebt werden. Und nehmen wir einen Studenten, der 5 Jahre lang irgendwas studiert, ohne das in der Praxis zu erleben. Sagen wir mal Geologie. Ja? Es wird erst dann interessant, wenn man tatsächlich in der Praxis erfährt, worum es geht und das anwendet. Ja. Pädagogik, ja, gibt es wunderbare Theorien drüber. Ja. Da beschäftigen sich Leute ein ganzes Studium oder ein ganzes Leben lang mit, aber ein Kind selber großzuziehen, macht es erst zu einer praktischen Erfahrung und erlebbar. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man Hintergrundwissen hat, ja, wenn man viel weiß, dann kann man daraus schöpfen und die Erfahrung entsprechend einsortieren. Aber entscheidend ist das Leben selbst. Und im Vedanta ist es so, wenn wir anfangen, uns mit der Philosophie oder mit der Lehre zu beschäftigen, dann ist das erstmal nur bloße Theorie. Ja, dann sind das ganz viele wohlklingende Worte, die wir lesen oder die wir hören und wir zerbrechen uns den Kopf darüber, aber nichts passiert. Ja, und wir denken, ja, das ist ja ein reines Gedankenkonstrukt. Aber wenn wir dann anfangen, durch Meditation und durch das tiefe Kontemplieren über die Aussagen da tiefer einzutauchen, dann erkennen wir, dass es eben nicht nur Informationen sind, sondern dass es
Hinweisschilder sind oder Pfeile, die auf etwas hindeuten. Und ja, genauso eben vielleicht mit allen Bereichen, dass Information dann irgendwo gelebt werden muss, um auch Sinn zu machen. Heutzutage kommen wir an alle Informationen. Es gibt keine Informationen, die wir nicht aus dem Internet ziehen können. Ja? Zum Beispiel über das Thema Erleuchtung, aber ja, trotzdem sind es nur wenige, ja? Weil entscheidend ist, dass wir das Wissen auch umsetzen können. Ja, kann das Wissen auch verhindern? Wie findet das, oder wie hast du es gemacht? Okay, Meditation hilft über Kontemplation oder wie man es nennen möchte, das, was man gelesen hat. Aber du hast auch gesagt, dass es auch einen direkten Zugang gibt, ohne zu wissen, zu wahrnehmen oder durch Erfahrungen erfahren. Also, das Wissen, kann das verhindern oder hilft mehr in erster Linie zu erfahren oder Erfahrungen zu machen? Oder ist ein Gleichgewicht von beiden? Also ist zuerst die Erfahrung wichtig oder das Wissen oder wie über die Brücke, wie du gesagt hast, Meditation und Stille und Schule und die Atmosphäre, eine lernende Atmosphäre. Was sind die Geheimnisse, die einfach dazu dann helfen, wirklich helfen, dann in die Erkenntnisse zu gehen? Also Wissen ist kein Hindernis, aber zu viel Nachdenken, das über das Wissen, das ist ein Hindernis. Also es gibt nur eine Wahrheit, ne, so steht es schon in den alten Veden, das sind Texte, die 4000 Jahre alt sind, da steht drin, es gibt nur eine Wahrheit, aber die Weisen benennen sie unterschiedlich. Und wenn wir jetzt eine ganze Bibliothek an spirituellen Traditionen haben, ja, dann finden wir, dass jeder Meister die Dinge anders benennt. Ja? Und natürlich wird ein arabischer Wüstenfaster, ein australischer Aborigine oder ein europäischer Stadtmensch dieselbe Wahrheit ganz unterschiedlich beschreiben. Ja? Und wenn wir selber die Wahrheit herausfinden wollen, dann ist es wichtig, all die Worte und Konzepte eben nicht wörtlich zu nehmen, sondern diese als Hinweise zu nehmen. In Indien gibt es so ein Sprichwort, da heißt es, wenn der Weise auf den Mond zeigt, sieht der Idiot nur den Finger. Und so ist das mit den vielen Konzepten. Ja, wir können uns da auf dieser oberflächlichen Ebene der Worte ein ganzes Leben lang verheddern. Ja, entscheidend ist, dass wir versuchen zu sehen, wo diese drauf hindeuten. Das heißt, ne, die Wahrheit, die wird uns zwar frei machen, aber die kann uns auch verwirren, wenn sie verschieden formuliert wird. Deswegen wird empfohlen, dass man sich für einen Weg entscheidet, wo man einen roten Faden hat. Das heißt nicht, dass man auch mal andere Wege kennenlernt, aber man braucht zur Orientierung irgendwo einen roten Faden, um voranzuschreiten. Und es sind so diese zwei Ebenen, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist eben die Erkenntnisebene, ne, und das andere ist dann auch die Erfahrungsebene, die wir auch transformieren wollen. Ja, wir haben einen Körper, wir haben Gedanken, wir haben Gefühle, ja, und mit entsprechenden Praktiken können wir dafür sorgen, dass unser Körper besser funktioniert und wir uns darin wohler fühlen. Wir können dafür sorgen, dass unsere Gefühle stabiler und positiver sind. Und wir können dafür sorgen, dass unsere Gedanken konstruktiver sind und wir weniger unter ihnen leiden. Ja, zum Beispiel durch die Yoga-Praxis, durch die verschiedenen Ebenen. Da können wir eben lernen,
die Erfahrungsebene zu transformieren, sodass wir sozusagen in Harmonie mit uns und der Schöpfung sind. Das ist ganz wichtig, auch um letztlich zur Befreiung zu kommen. Also nur der Erkenntnisweg alleine kann eben dazu führen, dass wir uns in Konzepten verheddern. Wichtig ist, dass wir eben auch auf der Erfahrungsebene arbeiten. Und denke ich, deswegen alle Religionen haben als Grundlage eben Meditation. Ich denke, Yoga ist auch eine Meditation. Oder eben, ich denke, dass auch das Lesen der Bibel oder des Koran, dass es auch als Meditation gedacht ist und nicht um die Worte wiederzugeben, ne? So wie du vorhin auch gesagt hast. Also die Grundlage für alle Religionen ist, dass der Weg nach innen, die Wahrnehmung des Inneren und dass der Innere dann wahrnimmt, erfährt und wenn Zusammenhänge erkannt werden, wie das Ganze, was man erfahren hat, zusammenspielt, dann einen weiteren Sprung zur Erkenntnis macht. Das heißt, dass das Wissen in diesem Kontext ist, so wie du gesagt hast, die Finger auf dem Mond, dass man aufpassen muss, dass man nicht auf das Wissen achtet, sondern auf den Mond, auf die Erfahrung und somit später auch auf die Erkenntnis. Ja. Ich mag da das Zitat von Krishnamurti. Krishnamurti war ja so ein Freigeist, der so bestehende Konzepte in Frage gestellt hat und der sagte: Du kannst nichts tun, um das höchste Ziel zu erreichen, aber wenn du nichts tust, wirst du es nicht erreichen. Also es gibt kein Patentrezept, es gibt keine Handlung, die wir konkret ausführen können. Selbst wenn wir von Dalai Lama persönlich ein Mantra bekommen oder wir, ja, was weiß ich, wie uns anstrengen, keine Handlung kann uns zu dieser höchsten Erkenntnis führen, sondern das hatten wir letztens beim Interview mit Devasetu auf Jetzt TV auch schon als Fazit, ne, dass letztlich diese Erkenntnis Gnade ist. Und was wir tun können, ist, uns eben darauf entsprechend vorzubereiten, indem wir uns frei machen, indem wir in Harmonie kommen mit der Schöpfung. Aber doch ist der Mond. Du hast. Ja. Ja. Nee, geht. Sag ruhig. Ja, okay, abschließend. Aber dann ist es doch, ist der Mond. Also ist die Erfahrung und Erkenntnis des Mondes. Darum geht es. Also der Weg ist eigentlich schon klar. Es kommt von innen, es geht um den Mond und es geht um die Erfahrungen, die dann zur Erkenntnis werden. So, es ist schon eine klare Linie zwischen Wissen und Können. Das heißt, das Können hat die Priorität, die Erfahrung und das Wissen ist unterordnet. Können wir das so rund erkennen? Das können wir so auch stehen lassen. Ja. Okay. Dankeschön. Narada, du hast eben den roten Faden erwähnt. Auf dem Weg zur Erkenntnis kannst du was über deinen persönlichen roten Faden sagen? Was führt dich? Oder kann man das nicht so in Worte ausdrücken? Doch schon. Also ich sehe meinen roten Faden ganz klar in der Lehre von Swami Shivananda. Swami Shivananda ist einer der großen Yogameister des letzten Jahrhunderts gewesen und er hat ganz viele Bücher geschrieben und ganz viel bewegt in seinem Leben. Und was mich besonders an ihm fasziniert, ist, dass er einerseits eine ganz klare Praxisanweisung gibt, ja, was man alles tun kann, um eben zu dieser höchsten Erkenntnis zu kommen. Und andererseits eben unglaublich tolerant und offen gegenüber allen anderen Richtungen und allen anderen Meistern und Religionen
gewesen ist. Und für mich ist das ein leuchtendes Beispiel, wie man einerseits ganz klar seinen eigenen Weg verfolgt, andererseits aber ganz offen und weit in alle anderen Richtungen schaut. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wie sind die klaren Anweisungen? Wie bitte? Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Die klaren Anweisungen, die würde ich jetzt auch gerne hören. Ja, die klaren Anweisungen von ihm, er hat das wunderbar in seinem Motto zusammengefasst. Da sagt er, diene, liebe, gib, reinige dich, meditiere und verwirkliche. Aha, wow. Er sagt an erster Stelle, diene. Ja, das ist, glaube ich, für uns Westler erstmal schwierig zu akzeptieren, aber bei diesem Begriff dienen geht es um das Prinzip des Karma-Yoga. Und zwar, dass man in jedem Moment jede Handlung, die man ausführt, als Dienst an das große Ganze betrachtet und dadurch eben sein Ego transformiert. Also, wenn man sich vorstellt, dass wir nur eine Zelle in einem Riesenorganismus sind oder ein kleiner Teil von etwas großem Ganzen und mit dem allen verwoben und vernetzt sind, ja, dann kommen wir durch die Einstellung des Dienens in Harmonie mit dem großen Ganzen. Es ist unabhängig davon, was man tut. Entscheidend ist diese innere Einstellung. Ich meine, ihr habt jetzt ja beide zum Beispiel eine Aufgabe, oder alle drei, Entschuldigung, alle drei eine Aufgabe mit dem Projekt, wo ihr was Gutes tut für die Allgemeinheit. Ja? Und ich denke mal, dass ihr da jetzt nicht steinreich von werdet, ja, sondern das ist eher etwas, was ihr tut, um Gutes zu tun. Ja? Und das kann man in diesem Sinne zum Beispiel betrachten, dass es einfach ein Dienst ist an die Allgemeinheit. Ja? Und ja, so sind seine Worte eben diene, liebe, ja? Also dass man daran arbeitet, eben immer liebevoll zu sein, ja? Und ein offenes Herz zu haben. Ja? Und dann sagt er weiter, gib, na, statt immer nur zu nehmen. Ja, wenn wir eins mit allem sind, dann gehört uns auch nichts, dann können wir auch einfach geben. Ja, im physischen Sinne, aber auch im mentalen Sinne. Reinige dich, meditiere und verwirkliche. Ich glaube, da steckt wirklich die Essenz drin von dem, worum es geht auf dem spirituellen Weg. Ja, das Dienen ist mir sehr vertraut und ja, das hat immer zu meinem Wesen auch gehört. Reinige, ist das gedacht auf körperlicher Ebene oder irgendwie auf gedanklicher Ebene? Was versteht ihr unter Reinige? Sowohl als auch. Also letztlich kann man sagen, ist die Basis von dem körperlichen Yoga, ja, also das Hatha-Yoga und das Kundalini-Yoga, die Basis ist eine tiefe Reinigung. Also die Körperübungen sollen dafür sorgen, dass die Energiebahnen gereinigt werden, sodass die Energie frei fließen kann. Aber mit Reinigung können wir auch unsere Gedanken und Gefühle meinen, die wir eben ja durch jahrelange Arbeit sozusagen immer tiefer reinigen. Durch welche Arbeit? Wie bitte? Durch welche Arbeit? Na, zum Beispiel durch Meditation. Dadurch, dass wir lernen, die Gedanken zu beobachten, können wir uns auch bewusster entscheiden, zum Beispiel die destruktiven Gedanken nicht weiter zu verfolgen und uns eher auf konstruktive Gedanken auszurichten. Ja, wenn wir eben mittendrin stecken in unseren Gedanken, ja, dann ist es schwierig, da Abstand zu nehmen. Aber wenn wir meditieren,
dann lernen wir mit der Zeit, unsere Gedanken und Gefühle mit etwas Abstand zu beobachten und können dann auch bewusster entscheiden, welche Gedanken wir denken wollen und welche nicht. Wie ist es, gibt es oder sind dir auch bekannt Vorschläge zur Ernährung? Weil Ernährung wirkt ja auch reinigend auf den Körper und damit auch auf die Psyche. Ja, das spielt im Yoga auch eine große Rolle. Um es auf den Punkt zu bringen, wir sagen, entscheidend ist, dass wir über die Nahrung Energie aufnehmen, also Lebensenergie. Und es macht einen großen Unterschied, ob wir einen frischen, saftigen Apfel essen oder Apfelmus, was schon 2 Jahre im Lager rumgestanden hat. Da ist eine andere Lebenskraft drin. Es macht einen Unterschied, ob wir biologisches Essen zu uns nehmen oder konventionell gemachtes Essen. Es macht einen Unterschied, ob wir in einem Restaurant essen, wo die Köche ja im Streit miteinander sind oder schlechte Stimmung verbreiten, oder ob wir bei unserer Mutter ein liebevoll gekochtes Essen zu uns nehmen. Und ja, ganz entscheidend ist eben die Energie, die im Essen steckt. Zum Beispiel in Fleisch, ja, da steckt eine ganz andere Energie, was auch spürbar ist, als in Obst und Gemüse und so weiter. Also Vegetarismus ist ein ganz wichtiger Punkt auch im Yoga. Wenn wir viel Energie freisetzen durch die Praktiken, dann ist es wichtig, dass die auch frei fließen kann. Und dafür ist eine vegetarische Ernährung unabdingbar. Inzwischen gibt es auch eine riesen Kontroverse in der Yoga-Szene darüber, ob es nicht besser wäre, sich auch vegan zu ernähren. Ich persönlich glaube, dass es tatsächlich besser ist, habe aber den Schritt noch nicht geschafft. Bist du schon Menschen begegnet, die sich von Lichtnahrung ernähren? Ja, ich kenne mehrere, die damit experimentiert haben. Gerade vor kurzem noch welche, die das 3-4 Wochen gemacht haben und dann gemerkt haben, dass sie wieder Nahrung brauchen. Und zwar war das ganz interessant. Die haben das 3-4, ich weiß nicht mehr ganz genau, 3 oder 4 Wochen gut geschafft. Und dann sind sie in eine Konfliktsituation geraten. Und dann hatten sie das Gefühl, um das irgendwie zu kompensieren, brauchten sie wieder feste Nahrung. Ich habe auch mal jemanden getroffen, der das 3 Monate lang gemacht hat. Ich persönlich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, dass das möglich ist, aber nur, wenn man sich ganz von dieser Welt sozusagen zurückzieht. Wenn man also den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Yoga und Meditation. Wenn man ganz normal in dieser Welt lebt, dann ist es, glaube ich, eher schädlich, wenn man das dauerhaft macht. Ich glaube, das ist sehr typbedingt. Also ich denke schon, dass es vielleicht Menschen gibt, aber das ist wahrscheinlich nicht für alle. Also was mich daran vor allem wundert, dass die Leute auch nicht trinken. Weil, also mit wenig Essen kann ich auch auskommen, aber trinken ist, ja, verlangt mein Körper einfach, erlebe ich so auf jeden Fall. Ja. Aber Prost. Ich meine, wenn man nicht selber die Erfahrung gemacht hat, dann hat es im Grunde auch keinen großen Sinn, darüber zu sprechen. Ja. Auf jeden Fall warne ich da immer vor, wenn ich Ernährungsvorträge gebe, weil es sind ja tatsächlich schon mehrere Leute auch bei dem Versuch gestorben, Lichtnahrung zu machen. Wobei ich gleichzeitig eben davon fest überzeugt bin, dass das möglich ist. Aber wie gesagt, eben nur, wenn man sich ganz aus der Zivilisation zurückzieht. Das ist meine Meinung dazu. Ja. Also, mich spricht das Thema auch sehr an von heute und jetzt
Bezug mit Lichtnahrung erfahre ich das auch, ne? Ich habe das auch gelesen, hat mich total, seit Jahren habe ich das Gefühl, ja, das, ne, das ist ein tolles Konzept, das will ich, ne? So. Und es ist aber dann nie dazu gekommen. Also, und dann, und so ist es mit allen. Ich habe viel verschlungen, auch viel Bücher und es waren so ganz viele Aha-Effekte und so. Und umso mehr ich verschiedene Dinge gelesen habe oder auch gerade im Ernährungs, also ich weiß, glaube ich, es gibt, glaube ich, alles, was ich studiert habe und ausprobiert habe, ganz dogmatisch im Ernährungsbereich und meine Erfahrungen gemacht habe. Und immer wieder habe ich das immer wieder sein gelassen, weil ich gemerkt habe, naja, okay, es ist ein Konzept, das hat jemand geschrieben und es ist toll und ich erfahre das und trotzdem ist es stoße ich immer wieder an Grenzen oder merke, okay, es ist nicht meins oder ich hinterfrage das nicht für mich. Und deswegen finde ich das Thema auch sehr schön. Dieser Konflikt, ne? Also ich habe alles ziemlich dogmatisch in vielen Bereichen erlebt, erfahren und viele Erfahrungen machen dürfen. Und momentan fühlt sich's für mich an, so immer mehr und mehr das. Also alles loszulassen, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Ernährung waren, erfahre ich das für mich, dass ich Momente habe, wo ich denke, boah, ich bin so erfüllt, so durchflutet von dieser Energie, bin sehr in Kontakt mit der Sonne, dass ich irgendwie, wow, irgendwie das Gefühl habe, ja, so fühlt sich Lichtnahrung an und dass ich weiß, dass mein Körpersystem oder was auch immer oder mein größeres Ganzes genau weiß, was für mich gut ist und ob es angesagt ist. Und da muss ich kein Konzept mehr oder kein, das braucht es irgendwie alles nicht mehr. Und jetzt die Frage, ja, dieser Konflikt zwischen dualer Erfahrung und non-dualer Erkenntnis. Also ich habe das eine extrem gut gelebt und jetzt so das andere. So immer mehr und mehr alles gelassen, auch nichts mehr lesen oder wenig oder bin ich tatsächlich im Konflikt des Öfteren, dass ich das Gefühl habe, was du vorhin auch angesprochen hast, dass dann, dass ich mir sehr oft so diese Leere erfahre und die mir sehr, sehr gut tut und so ein irgendwie schwimme, das Gefühl habe, ich schwimme und ich. Das Leben fließt durch mich und bin immer nur erstaunt, was das Leben so mit einem macht. Und aber im Konflikt bin des Verantwortung tragen, tun, machen, funktionieren, Strukturen folgen, das geht nicht mehr. Das bringt mich ziemlich in Konflikt. Ja. Aber man kommt nicht drum rum im Leben, ne? Also man hat ja irgendwo Verantwortung, ohne dass ich jetzt was über dich weiß, aber du wirst ja irgendwie Leute haben, die sich auf dich verlassen und vielleicht hast du Kinder oder Partner. Ja, und das sind einfach Sachzwänge, mit denen wir zu tun haben. Und die reißen uns auch immer wieder auch aus dieser Einheit raus, weil da einfach was getan werden muss, ne? Aber was du sagst mit der Ernährung, das finde ich ein ganz interessanter Ansatz. Und zwar sagen wir im Yoga, dass es ganz wichtig ist, dass man erstmal eine Zeit lang sich an so ein paar Regeln hält, wodurch man dann eine Sensibilität entwickelt, ja, die erstmal noch nicht da ist. Aber wenn man eine Zeit lang bestimmte Regeln einhält, dann merkt man, was bestimmte Lebensmittel mit einem machen. Das heißt, man kommt dann zu Erkenntnissen. Im Yoga wird zum Beispiel empfohlen, Knoblauch und Zwiebeln wegzulassen. Ich bin persönlich ein großer Freund von Knoblauch und Zwiebeln. Aber ich merke, dass wenn ich sie esse, dass das mein Geist unruhig macht und mein Energiesystem
irgendwo in Wallung bringt, ne? Und ich nicht so gut meditieren kann, wenn ich Knoblauch und Zwiebeln gegessen habe. Ne? Und ja, so ist es gut, wenn man erstmal eine Zeit lang so ein paar Regeln folgt, dass man erstmal diese Sensibilität entwickelt, um das zu merken. Und genauso auch im richtigen Leben, ne, wenn man eben längere Zeit auf einem spirituellen Weg ist und da zu Erkenntnissen und zu Erfahrungen gekommen ist, dann hat man das dann so verinnerlicht, dass man dann an einen Punkt kommt, wie du das beschreibst, dass man dann eben auch die Konzepte loslässt und dass man ja einfach frei sein will, ne? Und weil man eben seiner inneren Intuition dann auch folgen kann. Aber dazu braucht es erstmal einen Prozess. Ich glaube, das ist Reinigung, die geschieht, ne? Bis man wirklich die Intuition so gestärkt hat, dass man den als klaren Leitfaden hat. Ja, und dann kommt das Problem. Ja. Und dann ist das Problem eben mit dem Alltagszwängen. Ja, und ja, das ist ein schwieriger Punkt. Ne? Einerseits haben wir bestimmte Erkenntnisse, bestimmte Einsichten über das Wesen der Welt und so weiter. Andererseits ja, müssen wir dann eben unserer Aufgabe gerecht werden. Und ja, im klassischen Vedanta sagen wir da, dass entscheidend ist, Viveka zu üben. Viveka ist die Unterscheidungskraft, ne, und sich einfach immer wieder bewusst zu sein. Ne, ich bin nicht diese Erfahrung, die ich hier mache, ne, sondern ich bin das Bewusstsein, in dem diese Erfahrung passiert. Mhm. Und man kommt eben einfach nicht drum rum, wenn man in dieser Welt lebt. Man muss auch mal Geschirr spülen, man muss auch mal Wäsche waschen und all die Dinge. Ja, und da braucht man sich auch gar nicht gegen wehren, da verpufft nur Energie. Sondern dann kommt wieder das ins Spiel, was wir gerade mit Devasetu schon kurz angesprochen hatten, mit dem Dienen. Ja, dass wir all diese lästigen Alltagsdinge als Dienst betrachten. Ja, und dann werden die eben auch zu einer spirituellen Praxis. Also das funktioniert gut, das funktioniert sehr gut. So gewisse Dinge, wo es viel um Konzept geht oder viel um, wo ich den Verstand brauche oder wo es um Zahlen oder Büro mit Zahlen, ja, Steuern, so solche Sachen, ne? Die fallen mir total schwer, also richtig. Oder vielleicht auch da so. Verliert man sich in den Gedanken und kommt in so eine Art Hamsterrad. Ne? Okay. Meinst du das? Ja, das ist fließt einfach nicht mehr, also so leicht wie vor ein paar Jahren, ne? Oder habe ich noch nie so gern gemacht, aber jetzt momentan tue ich mich total schwer damit. Immer schwerer, ja. Ja. Aber du kommst halt nicht drum rum, das zu machen, und insofern vielleicht kannst du das irgendwo als Praxis betrachten, dass du die, sagen wir mal, 3 Stunden, die du jetzt mit diesen Dingen zu tun haben musst, dass du dich da reinbegibst und dir immer wieder bewusst bist, ja, das ist der Dienst, den ich hier gerade erfülle. Das gehört eben zu dem mir gewählten Leben dazu, dass ich solche Dinge auch machen muss. Und ja, und nicht mehr innerlich damit kämpfen. Hm. Ja. Vielleicht, ja, in diesem Kontext das Dienen, ich denke, das passt irgendwie. Was bedeutet dienen? Du hast gesagt, was Gutes tun für die Allgemeinheit. Und ich denke schon, dass dienen bedeutet, das Beste von sich zu geben. Das Geben im Sinne ist besser geben als nehmen, hast du gesagt.
und das Beste von sich zu geben, will auch erkannt werden, was meine Aufgabe auf dieses Leben ist. Also ich würde das damit verbinden, also die Informationen abzurufen, was ist meine Lebensaufgabe oder worauf habe ich mich gerichtet. In diesem Sinne verstehe ich auch das Dienen. Und wenn dann, um das Beste von mir zu geben, dann muss ich etwas schreiben oder etwas putzen oder etwas, irgendetwas machen, dann passt das im Konzept. Also wenn der Kern des Geben ausgerichtet ist, ich werde das Beste von mir geben und alles, was drumherum ist, gehört dazu und schließe es mit ein, dann ist es so gedacht. Und eben meine Hauptfrage geht es, die Dienen. Dienen ist eigentlich schon das, die höchste Intelligenz zu geben für die anderen. Ja. Was meinst du? Also ich glaube, dass dieses Dienen tatsächlich die wichtigste spirituelle Praxis ist. Und so wie du das gerade beschrieben hast, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und wir sagen, dass man in jedem Moment des Lebens sozusagen dienen kann. In jedem Moment tut man das, was gerade anliegt. Und das ist natürlich immer unterschiedlich. Und manchmal meint das Leben auch gut mit uns und es liegt vielleicht gerade nichts zu tun an und wir können auch mal die Füße hochlegen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man tatsächlich in jedem Moment die Aufgabe erfüllt, die einem gerade gegeben wird vom Kosmos. Ja, und dazu braucht es natürlich auch eine gewisse Intuition, um das tatsächlich zu erkennen, was jetzt gerade anliegt. Und es ist ein großer Prozess, dass wir uns da eben nicht mehr gegen wehren, sondern dass wir einfach das tun, was jetzt gerade anliegt. Und das ist, so wie du es vorhin gesagt hast, das ist mehr als Dienen der anderen, das wäre für mich zu eingeschränkt, sondern wirklich ja Dienen dem Höchsten oder dem und da ist alles drin, ne? Ja. Na, ich sage, das höchste Glück im Leben ist, wenn wir das erfüllen, wofür wir gekommen sind. Das heißt, wenn wir dienen, dann dienen wir uns. Denn wenn wir nicht ein bisschen weniger oder nur die Hälfte gegeben haben von das, was von innen kommt oder von unserer Erfahrungs- oder Erkenntniswelt, also so, was wir uns vorgenommen haben, dann sind wir unglücklich. Also das ist für sich selbst so weit wie möglich zu erkennen. Und da hat mir natürlich Meditation, langjährige Meditation geholfen, dann immer mehr zu fühlen oder zu erkennen, was mein Dienen ist und wie ich das am besten machen kann und wie ich alles organisieren kann. Je klarer ich diene, je klarer es ist, was mein Auftrag ist, je klarer ich es sagen kann und es nach außen darstellen kann, desto erfüllter ist mein Leben. Ja. Wobei dienen und das tun, was ansteht, zum Beispiel in Sabines Fall, den du jetzt geschildert hast, kann ja auch sein, dass du nach Möglichkeiten suchst, Arbeit, die dir nicht entspricht im Moment, die Situation so zu verändern, dass jemand anders macht. Es gibt ja vielleicht Menschen, die machen das sehr gerne, diese Arbeit, die dir im Moment nicht so liegt. Also das heißt ja nicht, also annehmen, was sich nicht verändern lässt im Moment, aber wenn der Impuls da ist, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, Umorganisation oder wie auch immer, dann ist das ja auch ein Dienen, nämlich dem Dienen, dem eigenen Bedürfnis, vielleicht will das Leben woanders hinfließen und das ist einfach nicht mehr stimmig für dich, diese Arbeit, also das ist ja immer offen.
Ja, das ist auch mit drin. Und für mich gibt es manchmal auch Missverständnisse im Dienen. Das klingt, für mich heißt Dienen nicht immer, also irgendwas zu tun oder zu machen. Dienen kann auch sein, dass ich einfach mal innehalte, weil das jetzt gerade der größte Dienst ist, den ich tun kann. Oder was auch immer, ne? Also, dass das nicht immer gekoppelt ist. Dass ich gebe, dass ich tue. Ja. Ja, und wenn es eben Dinge gibt, die einfach nur nerven, ja, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dich auf die Dinge zu konzentrieren, die du gerne machst und wo was entsprechend fruchtbringender ist. Das ist schon richtig, was der Devasetu da sagt. Narada, ich würde dich gerne oder deine Weisheit gerne nochmal Fragen in Anspruch nehmen, zu einer Frage, die eben in spirituellen Kreisen sehr oft gestellt wird. Gibt es einen freien Willen? Ja, darüber habe ich mir auch schon oft den Kopf zerbrochen. Ich glaube, nein. Und zwar halte ich es da mit den Yogameistern, die das so sagen. Da habe ich ein großes Vertrauen. Ich habe zwar selber das Gefühl, dass ich einen freien Willen habe, aber ich glaube, dass diese Illusion des freien Willens, die kommt aus dem Unbewussten und das entzieht sich meiner Kontrolle. Also zum Beispiel Ramakrishna, der hat gesagt, wisse, dass du eine von Gott gelenkte Maschine bist und dann tu so, als hättest du einen freien Willen. Also die Tatsache, dass wir vielleicht keinen freien Willen haben, soll nicht dazu führen, dass wir so fatalistisch werden und sagen, dann kann ich auch, was weiß ich, jemanden umbringen oder so. Sondern es soll nicht dazu führen, dass wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden, sondern ja, was Ramakrishna sagt, ist, wir sollen eben akzeptieren, dass wir eigentlich keinen freien Willen haben, dann aber trotzdem Verantwortung übernehmen für uns. Oder um das nochmal anders zu sagen, Schopenhauer, ne, der war ja sehr inspiriert von der Yoga-Lehre. Der hat gesagt, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Na, also irgendwo gibt es einen Teil, na, der kann tun, was er will. Also ich kann mich zum Beispiel entscheiden, mir ein Eis zu kaufen statt einen Apfel. Na, aber dieser Wunsch in mir, lieber ein Eis zu haben statt einen Apfel, den kann ich nicht kontrollieren. Insofern, ja, was ist dann noch der freie Wille? In der Bhagavad Gita steht, ja, dass letztlich alles, also all unser Denken und Fühlen und auch all unser Wollen von den Gunas bestimmt wird, von den Wirkkräften der Natur. Und da ist dann gar kein Platz mehr für einen freien Willen. Also ein ganz klares Jein. Mal komisch, ich habe mir die Frage noch nie gestellt. Für mich ist selbstverständlich, also der kleine Prinz von Exupéry hat die einfachste Antwort gegeben: Ein König gibt nie Befehle, die nicht möglich sind. Ne? Das heißt, den freien Wille, ich kann nicht jetzt bestimmte Sachen kann ich nicht entscheiden, weil wird vom Gesamten immer entschieden, von alles, was geschieht. Ich kann nicht sagen, der Mond dreht sich, soll sich jetzt anders drehen, der Mond könnte das auch nicht, aber in anderen Bereichen haben wir immer Entscheidungsmöglichkeiten, die aber dann den großen freien Wille beeinflussen, in kleinem.
Aber wenn viele kleine Entscheidungen getroffen werden, dann wird das Ganze so beeinflusst, dass der Wille des Gesamten mich dann dazu bringt, etwas zu ändern. Also für mich, ich habe mir die Frage noch nie gestellt. In vielen Sachen, wir sind die Mitgestalter des Universums, in ganz kleinen. Aber wir dürfen nicht über unser Ego so Entscheidungen treffen, die sind nicht möglich. Aber wenn wir innere Schritte machen, innere Erkenntnisse bekommen, dass wir da schon diese Entscheidungen, das Universum beeinflussen. Also das ist jetzt meine kleine Wahrnehmung. Ja, also ich glaube, ja, so wie es auch in der Bibel steht, ja, dein Wille geschehe, ja, dass es letztlich entscheidend ist, dass es gibt zwar irgendwo in uns die Illusion, dass wir einen eigenständigen freien Willen haben, aber entscheidend ist, dass wir diesen sozusagen opfern oder zur Verfügung stellen in den Dienst an die Allgemeinheit, sodass durch uns sozusagen der Wille des Kosmos oder von Gott oder wie auch immer wir sagen wollen, wirkt. Ich habe ein Seminar gemacht, Dein Wille geschieht, wo jeder sich vor den Spiegel gestanden ist. Und es ging manchmal eben, wie du sagst, um Leiden. Ne? Also mein Wille geschieht, ich möchte in dieses Leben jetzt leiden oder diese, okay, das sind auch Erfahrungen. Und irgendwie ist es für mich zeitgleich oder nicht trennbar. Ne? So mein Wille, dein Wille, wessen Wille, wenn wir doch alle eins sind. Und ja, irgendwie, jetzt bin ich verwirrt. Der war sehr doof. Na, Wille kann passieren. Also ich erlebe es dann vielleicht auch als mein Wille. Also Wille in dem Sinne, da fühle ich Energie für, da will ich für gehen, das würde ich mir wünschen, das kann passieren. Aber im Grunde ist da keiner, der den hat. Wille kann passieren, aber die Frage ist, kann da jemand sein, der ihn hat? Also das, ja, und für mich ist klar, da ist im Grunde keiner, auch wenn es manchmal so scheint, aber da ist einfach nur Leben, was fließt. Ein Leben, was vielleicht auch als Wille fließt, also als Erkenntnis, also als Empfinden von jemand, ich habe einen Willen. Aber im Grunde ist es nur Leben, was fließt in eine bestimmte Richtung. Und meine Erfahrung ist eigentlich, ich muss vorsichtig sein, was ich mir wünsche, weil meistens geht es in Erfüllung. Meistens, wenn ich es vergessen habe und nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ich habe schon tausendmal erlebt, dass ich gedacht habe, das ist so ähnlich, das hast du dir eigentlich mal gewünscht. Ne? Mhm. Und dann kann es auch ganz anders sein, als wie man gedacht hat, wie es wäre, als man es sich gewünscht hat. Mhm. Ich habe gerade so ein schönes Bild gehabt währenddessen zu diesem Thema. Einfach diese Badewanne, die so wohltuend, und ich liege da drin und kann einerseits total entspannen und das genießen und entspannt sein und das fließen lassen und so, und es geschieht, was geschieht. Und gleichzeitig entscheide ich, ob ich mich zwischendurch abbürste und alles und was ich mir Gutes tue. Und das sind so kleine Entscheidungen, die ich treffe. Aber das große Ganze letztendlich ist das, dass ich da ganz entspannt liege. So. Und dann habe ich das Bild gesehen, ich bin in so einer Riesenbadewanne und dann kann ich irgendwie versuchen, da rauszukommen und rauszuhangeln und rutsche aber immer wieder mache es mir schwer und rutsche aber immer wieder in diese große Badewanne rein. Das heißt also, wie als wäre einfach diese große Badewanne da und kann entscheiden, irgendwie so ganz entspannt da drin zu sein, zu baden, das zu genießen, was das Leben einfach mit mir vorhat. Oder ich kann kämpfen, weil ich da irgendwie raus will und noch was anderes, und dann tue ich mich schwer und letztendlich flutsche ich doch wieder rein.
Es bleibt gar nichts anderes, aber ich kann mich unwahrscheinlich anstrengen, weil ich es doch anders will. Also das Bild hatte ich gerade. Ja, das ist ein schönes Bild, was ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, sein Schicksal auch anzunehmen, ne? Und obwohl man vielleicht keinen freien Willen hat, trotzdem ja, eben die Verantwortung zu übernehmen für das, was eben gerade ist und was dann die Aufgabe ist. Und manchmal ist es eben einfach, sich zurückzulehnen und zu genießen. Und manchmal hat man eben viel zu tun. Ja, apropos den freien Willen unserer Zuschauer. Wir waren bei 38, jetzt 35. Den freien Willen von Zuschauer hat einer entschieden, heißt Freiheit. Und zu fragen, was ist Freiheit? Ich nehme an, in diesem Kontext. Oder er ist seinem Impuls gefolgt, es ist geschehen. Wollen wir uns streiten? Gut, Freiheit im klassischen Advaita Vedanta, da heißt es, dass das Ziel ist Moksha. Moksha heißt Freiheit und in diesem Sinne heißt dann Freiheit, die Freiheit von der Illusion und die Freiheit vom Kreislauf der Wiedergeburten und die Freiheit von der Dualität. Also die Freiheit davon, ja, eben ein getrenntes und leidendes Individuum zu sein. Das heißt, Moksha ist einfach die Erkenntnis, ich bin eins mit allem und ich bin frei. Und das ist das, ja, das höchste Gut oder das höchste Ziel, was wir haben im Yoga. Einfach frei zu sein. Und das ist der freie Wille, frei zu sein. Ich glaube, es ist eben nicht der freie Wille, sondern es ist die Erkenntnis, dass der freie Wille nur Teil von Körper und Person ist. Und das, was ich in Wirklichkeit bin, geht darüber hinaus. Ja, also der freie Wille, das gehört zur Person, aber Selbsterkenntnis heißt zu erkennen, das, was ich in Wirklichkeit bin, geht weit über Körper und Person hinaus. Das ist eben die Einheit von dem Sein. Und dann denkst du, der freie Wille ist nur, wenn das Ego, die Getrenntheit, Entscheidungen trifft. Ja. Und nicht andersrum? Kann nicht die Gottheit Entscheidungen treffen? Gut, der Begriff freier Wille, damit ist gemeint, dass das Individuum frei entscheiden kann, nach links oder nach rechts zu gehen. Und Freiheit im vedantischen Sinne ist die Erkenntnis eben, dass man gar nicht das Individuum ist. Ja, aber freier Wille kann nicht auch bedeuten, okay, ist eine Definitionssache, dass mein Wesen Entscheidungen trifft. Gut, das ist eine Definitionssache, wenn du so willst. Also ich schaue immer, so wie wer trifft jetzt Entscheidungen? So, Osho hat es einfach gut definiert. Es kann jetzt eine Gedankenentscheidung treffen oder es kann auch den Buddha in mir oder es kann auch die Gesamtheit. Also Entscheidungen, denke ich, können auch von aus höchster und tiefster Quelle getroffen werden. Deswegen war ich verwirrt. Ja, aber dann ist es nicht mehr dein Wille. Dann ist es nicht mehr dein Wille. Ich sage, sondern dann ist es das Gottes Wille sozusagen. Na, aber dann sage ich, dann ist es mein Wille. Denn das andere Wille ist sowieso nicht meins, wenn ich getrennt bin. Okay, ja. Ja gut, dann können wir das andersrum definieren. Das ist auch schön. Okay. Ja, es ist immer die Schwierigkeit mit Definitionen und Worten, weil immer Unterschiedliches damit gemeint sein kann, so wie wir das jetzt auch festgestellt haben. Na, wenn ich arbeite oder trainiere oder in Seminare, unterscheide ich, wer sagt das jetzt, dein Jetzt-Ich oder dein Ewiges? Ne? Und für mich ist es klar, dass immer unser Ewiges Entscheidungen trifft und die bleiben. Wenn aber unsere Jetzt-Erfahrung eine Entscheidung trifft,
dann verschwindet. Deswegen war für mich die Definition von freiem Willen bis jetzt unklar. Aber ich definiere immer, dass Entscheidungen, wenn es Entscheidungen sind, immer von Wesen, von Kern getroffen werden. Und die übertragen sich auch, so egal ob wir leben oder sterben und hinterher, echte Entscheidungen werden auch vererbt oder vererben sich auch im Territorium. Jetzt verstehe ich, warum ich einen Konflikt hatte. Danke. Ja. Chat schreibt Fred, du kannst willen, was du willst, aber nie wissen, was du willst, da du in Wirklichkeit vierdimensional bist und das ist Freiheit. Ja, entspricht ja ungefähr dem, was Schopenhauer gesagt hat. Ne? Also, dieses Wollen und Tun ist ja Teil von der Person. Aber Freiheit geht über die Person hinaus. Narada, du hast eben auch den Begriff Gott benutzt. Du siehst bestimmt nicht jetzt einen persönlichen Gott, sondern Energie oder das Ganze oder die Quelle oder wie gebrauchst du den Begriff Gott? Ich brauche den, ja, das ist ein ganz schwieriger Begriff, ne? Und im Yoga haben wir da verschiedenste Konzepte, die damit gemeint sein können. Wir haben zum Beispiel den Begriff Brahman. Ja, Brahman ist die Einheit allen Seins, das können wir als Gott bezeichnen. Wir haben den Begriff Ishvara. Ishvara ist, wenn diese Einheit mit bestimmten Eigenschaften beschrieben wird. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, die Intelligenz hinter der Schöpfung oder eine Energie, die das Universum durchdringt, dann ist das Ishvara. Ja, beides ist identisch. Und dann gibt es aber auch Bhagavan. Ja, Bhagavan ist, wenn dieses eine Göttliche in eine konkrete, wesenhafte, persönliche Gestalt dem Menschen sich offenbart. Und zum Beispiel in Form von Krishna oder Jesus oder Shiva. Wenn ich das Wort Gott sage, dann kann all das damit gemeint sein. Das ist ein schwieriges Wort, ne, weil jeder damit andere Sachen verbindet. Ich sage auch immer gerne, man kann das Wort Gott als eine Variable x betrachten und dann eben sein Konzept da einfügen. Wenn du also jetzt zum Beispiel an Manitou oder Allah glaubst, ja, dann kannst du, wenn ich das Wort Gott sage, dein Konzept einfügen. Oder wenn du Atheist bist, dann bist du einfach ein das große Ganze oder das große Geheimnis oder so. Aber klar zu definieren ist der Begriff selbstverständlich nicht. Okay, danke. Und jetzt ein Lied zum Schluss. Von dir? Ein Lied. Tiet macht gern Witze zum Schluss. Ah, nein, das ich Lied. Ich habe mir gerade gestern eine Ukulele gekauft. Also, habe ich gut intuiert. Ja, bitte. Aber ich habe es noch nicht richtig gelernt. Ja, dann ohne Instrument. Na, ja. Also wir haben jetzt... Ich kann jetzt, euch ein Mantra rezitieren. Genau, wir haben jetzt Konferenzen gehabt und eine in München demnächst, wie man durch Schwingungen, Tanzen und Singen, das ist die perfekte Kommunikationsform. Wir haben in München eine, sind schon 10 Referenten und haben wir eine schon gehabt und für mich ist das Singen
ist da, wo der Körper, die Chakren, alles integriert ist. Eben vielleicht haben wir auch regelmäßig Mantra, dass durch Mantra singen auch bestimmte Themen bearbeiten auch. Das letzte Mal haben wir die Tage der Frau mit speziellen Mantren einfach für alle was Gutes getan. Also gerne, das war eine ernste Entscheidung, der Okay, kam aus deinem innersten Wesen. Vaseto. Also wäre ganz schön, Narada, ja, fände ich toll, wenn der Vaseto auch okay ist. Ja. Schön. Schön. Ja, ich kann noch zum Abschluss ein Mantra für die göttliche Mutter rezitieren. Schön. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvarta Charanye. Jetzt bin ich voll durcheinander. Ich rezitiere das eigentlich jeden Tag. Ich fange nochmal von vorne an. Ja. Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvarta Sadike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostute. Narayani Namostute. Noch eins. Noch eins, okay. Dann ein Shanti-Mantra aus den Upanishaden. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai, Tejasvinavatitamastu, Ma Vishavahai, Om Shanti, Shanti, Shanti. Schönen Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke dir, Narayan. Schön. Vielen Dank uns allen. So. Und danke euch beiden oder euch dreien, Entschuldigung, für die tollen Projekte, die ihr da auf die Beine stellt. Ich denke, dass man da eben viele Menschen mit berühren und bewegen kann. Ganz wertvoll.
Dankeschön. Der Geruch kommt jetzt hier. Hast du jetzt gerade diese... Ich rieche dich jetzt gerade. Räucherstäbchen? Ja. Nee. Ich Okay. habe auch einen alten Laptop, der kann das noch nicht. Ich wollte nur sagen, danke für dein stilles Wissen und für deine wissende Stille. Danke, gerne. Schau mal, ob ich die Wiederholung fertig ist, für die, die später gekommen sind. Viele sind später gekommen. Ob das gleich... Ja, es ist schon bereit. Okay, dann sende ich die Wiederholung. Und danach kommt die Konferenz, die wir gestern und vorgestern gehabt haben, Aktivierung der Selbstheilungskräfte in Wien in der Rabdesoterikmesse. Danke an alle, die dabei gewesen sind. Bis morgen, nehme ich an. Ciao.